Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator und Projekt Farmer mit dem guten LP. Jo, hallo. Und dem Randy Sachsen Let's Player. Illusion. So, ui. Und dann fahren wir mal hier ein bisschen aufräumen. Ja, ich habe versucht, alles hinten rein zu quetschen in den Unterstand. Müssen wir auch mit Sie ansprechen hier. Diesen Schneidwerkswagen. Keinigen Schneidwerkswagen mit zwei lenkenden Achsen. Kann ich mich immer wieder drüber aufregen. Ja. Lässt sich super enge Kurven fahren, ist klar. Aber zum Rückwärtsfahren absolutes Fail. In echt geht's halt noch mal ein Stück schöner rückwärts fahren. Und das ist ja hier, boah, was ist noch mal Thüringen, das ist ebenfalls mit Thüringen, dieses TAM, diese Marke. Okay. Thüringer irgendwas. Anhängermaschinen, keine Ahnung. Thüringer Anhänger und Maschine. So, ich mach mal ein bisschen Wasserverschwendung. Ah. Guten, hast du denn, dich haben wir ja noch gar nicht gefragt, hast du denn Silvester und Heiligabend, also Weihnachten, gut überstanden? Ja, aber ich dachte, das hatten wir das nicht sogar schon in der letzten Aufnahme? Da haben wir doch dann über gute Vorsätze und so weiter, obwohl Silvester... Ach so, ja, nee, dann hast du Silvester gut überstanden. Ja, ja, Silvester habe ich gut überstanden. Das ist schön. Hast du viel geknallt? Nö, gar nicht. Da ging es ja noch darum, wer wie viel jetzt geholt hat, so. Hast du vollkommen recht, stimmt. Stimmt. Und da habe ich ja gesagt, ich habe einen Kasten Bier gekauft. Ja. Ah, da hast du dich drüber aufgeregt, weil du ihn gekauft hast und 20 Euro bezahlt hast. 20 Euro und 20 Cent. 20 Euro und 20 Cent. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. So, auf jeden Fall nicht bei den Einkasten geblieben. Am nächsten Tag musste ich nochmal los. Ist meistens so bei solchen Veranstaltungen. So, was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Schauen wir mal, ob wir auftragstechnisch ein bisschen was machen können. Oh, New Holland steht oben. Keine laufende Mission. Aus den Augen akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Bei den Missionsnamen und Texten haben sie sich ja auch extrem Mühe gegeben. Habe ich noch gar keinen genauen Blick drauf geworfen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, das tut auch keiner, aber da stehen ganz lustige Texte. Ist mir beim LS8 oder so aufgefallen bei den Fahrzeugbeschreibungen. Nee, LS8 nicht, LS9. Was da für schöne Dinge stehen. Was steht da? Ja, was weiß ich, optimal für größere Betriebe und so, so richtig. Ach so, hm. Haben so richtig Arbeit reingesteckt in den Text. Wahnsinn. Aber das ist ja das Schöne daran. Ach ja. Gibt es eigentlich hier Neuigkeiten zum LS15, was jetzt irgendwie mal wieder einen Patch betrifft? Oder ob irgendwas kommt jetzt Neues in Zukunft? Ob wieder ein DLC geplant ist jetzt? Was das für ein sein wird oder so? Ist euch da irgendwas bekannt? Ja, den Zuschauer geschrieben, dass im Februar oder Ende Januar, Anfang Februar ein DLC wieder kommen soll. Was genau? Keine Ahnung. Ich habe davon nichts gelesen. Aus welchen Quellen das kommen, genauso wenig, sind bestimmt Vermutungen. Gibt es also da genug. Jetzt müssten ja auch irgendwann in den nächsten Wochen die Konsolenversion mal final mit Erscheinungsdatum verkündet werden. Das stimmt, ja. Konsole hat kein Multiplayer gehabt, ne? Ja, genau, die alte Konsole nicht. Aber ich glaube, jetzt beim neuen wollten sie. Wäre ja auch blöd. Für die PS4 und die Xbox oder was? Ja. Das ist dringend nötig, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn dann noch Xbox Gold oder wie sich eine Xbox Live und PSN Gold dafür benötigt wird, dass du überhaupt einen Multiplayer spielen kannst oder so, oder mit Kosten verbunden. Bei PSN ist es ja nicht mit Kosten verbunden, das ist ja nur Xbox, oder? Hat PSN nicht auch so einen Online-Gebühren? Da bezahlst du ja quasi das beim Kauf des Spiels. Also, okay. Bei den Vollpreisspielen geht man nicht immer 10 Euro an die ans PSN. Auch krass, ne, wenn man überlegt. Ja, aber im Endeffekt, wenn du halt wenig Spiele kaufst, kriegst du das ganze Ding quasi geschenkt. Ja. Also wenn du da 3-4 Jahre spielst und hast deine 4-5 Spiele, dann hast du im Endeffekt fast nichts bezahlt. Und ich weiß nicht, was dieses Xbox Plus oder wie das heißt, kostet.
Da bist du halt dann, ich glaube, monatlich oder Jahresabo oder sowas gibt es da ja. Mhm. Ja, auch übel. So, wollen wir mal gucken, wo das gute Stück hin muss. Natürlich wieder auf die andere Seite der Map. Das muss ja unglaublich viel Geld dafür geben. Ach übrigens, ich habe den Anfang von der letzten Folge, also der ersten Folge, die ihr ohne mich aufgenommen habt, geschaut. Und ihr habt ja gesagt, es gibt hier Körnermais und so weiter. Ob es denn noch anderen Mais gibt? Es gibt auch noch Futtermais, aber es sind halt alles... Im Endeffekt hat ja jeder Körner nur, je nachdem, wie der so manipuliert ist. Aber es ist alles dasselbe Mais, oder? Ja, im Endeffekt schon. Also es gibt dann teilweise Sorten, die eher für Futter benutzt werden und so weiter, aber hier gibt es halt eigentlich nur eine. Ja, okay. Genau, hier gibt es nur eine. Aber der BGA ist ja ein großer Zuckergehalt wichtig und so weiter. Mhm, wegen der Gärung und sowas. Ja. Viel Alkohol. Alkohol. Dass die Kühe jede Milch heben. Ja, ja. Und so an? Hier an der Kante möchte ich das nicht riskieren. Sonst fahre ich gleich versetzt. Allerrat. Ja gut. Ja, da kommt aber nicht hoch. Halt mal hier an. Auch ein schöner Parkplatz. Mhm. Deine zwei Achsen drehen sich auch in der Luft. Ja, die pendeln nochmal aus. Ach ja. Also bis hierhin und fast voll, also da kriegt man bestimmt auch ganz gut raus. Ja, bringt ja am wenigsten Geld, aber dafür halt am meisten Ertrag. Mhm. Ach und Leute, ich muss mich natürlich entschuldigen. Ich sitze hier immer noch mit dem T-Bone SC440, falls die Fragen jetzt wieder kommen, ob das das neue Mikrofon ist. Das neue Mikrofon liegt hier im Hintergrund. Und da wir ja so LS-Projekte auch immer ein bisschen voraus aufnehmen, ein paar Tage, kann es natürlich sein, dass ihr schon Folgen auf meinem Kanal seht, wo ich anders klinge, wo ich eben das neue Mikrofon benutze und halt, sag ich mal, Folgen noch, wo ich das alte Mikro benutze. Es ist halt so, diese Umstellungswoche ist halt immer ein bisschen blöd, weil man kann nicht auf den Tag genau alle Projekte umstellen mit auf das neue Mikro, weil man eben verschiedene Aufnahmetermine hat. Und deswegen erstmal noch ja für euch zur Info, falls ihr euch halt eben wundert, warum noch jetzt der Tino wieder anders klingt, vielleicht. Naja. Aber ich bin gespannt. Ob ich dann auch so gut klinge, so männlich wie guten. Muss den Bass hochstellen. Ja. Naja, es ist ja, sag mal, also einen guten, gesunden Bass in der Stimme ist ja auch vom Vorteil vom Klang her. Es klingt also ja ich habe alles auf ganz neutral bei mir eingestellt. Ich habe früher mal ein bisschen nachbearbeitet, aber das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, glaube ich. Und ja, das Rode ist wieso relativ mitten betont, von daher passt das eigentlich wieso für die Stimme. Ja. Das stimmt. So. Palim, palim. Einmal hier rum. So, jetzt gibt's gleich Money. Wie viel Kohle haben wir denn? 13,4. Aber dann. Tanken war teuer. Nö, nee, kostet bloß 1 Euro oder so pro Liter. Okay. 6,8, ja. Plus 900. Haben wir 21,1. Und was kostet dieser Anhänger mit Ladekran? 55. 55? Ja. Also ein paar Missionen und vielleicht noch ein bisschen was dazu. Dann schafft man das schon relativ flott. Wir könnten auch wirklich mal die ganzen Rüben, Kartoffeln und so, weil von den 10.000, die da jeweils drin sind oder was, haben wir eh nix. Und dann haben wir halt ein paar Euro mehr. Und ein paar Unterstände mehr. Ja. Kann ich ja gleich zwischendurch beim Abfahren wegfahren. Ich weiß nicht, wie das kann man meistens halt... Förderband. Haben die auch Förderband? Achso, außer Hackschnitzel, ne? Ja, Hackschnitzel müsstest du halt schaufeln.
Der Hackschnitt da haben wir, glaube ich, auch weggefahren. Nee, da ist noch was drin. Ah, okay. Juckt mir der Oberschenkel. Hab mich nicht eingecremt nach dem Baden. Hab ich wieder trockene Haut. Schimpft die Mutti. Ja. Ach ja. Läuft euer Projekt eigentlich noch gut, YouTube? Von LS? YouTube Farm meinst du da? Nee, da, die meisten haben ja da nicht mehr. Haben wenig Videos gemacht und so weiter. Und ich hatte über Weihnachten und so auch kaum Zeit. Und eigentlich nimmt da, soweit ich weiß, im Moment keiner mehr auf. Okay. Das ist natürlich schade. Aber es war auch die West mit Schilds, glaube ich, auch so ein bisschen. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsmap und man kennt sie halt auch schon auswendig. Ja. Das stimmt, also das ist jetzt nicht so die the Top Map. Die bearbeitet ist eigentlich ganz schnieke mit den riesen Waldgebieten. Ja, aber außer die Waldgebiete ist auch alles alt. Nee. Ist halt alles umgestellt. Also die Felder und die Dörfer und Co. sind halt nicht mehr da, wo sie sind. Die Felder? War alles komplett umgestellt. Ja, nicht die du vorgestellt hast, sondern die ich vorgestellt hatte. Das war New Design, hat sich geschimpft. Und da war ein riesiges Waldgebiet und in der Mitte war ein riesiges Waldgebiet. Unten halt. Aber Waldgebiet hatte die auch, die Overhold. Die Overhold hatte, glaube ich, auch mal ein Waldgebiet, ja. Aber die New Design hat halt oben und in der Mitte ein riesen Waldgebiet. Der Hof stand halt nicht mehr da, wo er stand, sondern war komplett nach rechts dann geschoben und war komplett umgebaut und alles. Die sah schon geil aus. Kommt dir was halt bei rum bei dem Mais? Ja. Zweimal nur dreimal abtanken. Wir haben schon 20.000 im Anhänger und halt bald der Bunker da. Okay. Ganze Feld sind sicherlich 200.000-300.000. Feld ist wirklich unglaublich groß, denkt man gar nicht. Das dürften bestimmt 5-6 Hektar oder so sein. Man kann das ja mal auf der Karte vergleichen. Das dürfte so ungefähr die Größe von Feld 22 haben, oder? Moment. Vielleicht sogar größer. Größer. Ja, aber das. Naja, größer nicht, aber es kommt hin ungefähr. Müsste man mal hinfahren, wie viel Hektar das hat. Ach, da kann wir, jetzt kann man ja am Forstprojekt auf die geniale Ideen. Da hatten wir bei der Two Rivers, bei den Bahngleisen, beim Bahnhof oben über Ortsundfeld. Ja. 2,9 Hektar oder so. Ja, komm, lass uns da mal einen Wald pflanzen. Gut, erstmal halt Geld gespart für Saatmaschinen, dass wir erstmal der Mais drauf, Wiese drauf geklatscht haben, dass es nicht so scheiße aussieht. So, und dann haben wir jetzt gestern mit nochmal einer Vorabendbild aufgenommen, hab halt angefangen. Ja, schön, ne? Also im Mod konnte man ja noch mit 20 km/h Bäume setzen. Ja. Hier geht's nur mit 5 km/h. Ei. Ja. Würde mich nicht stören, weil ich hab's damals beim Mod auch schon nur mit 2 oder 3 km/h gemacht. Weil mit 20 ist ein bisschen, die werden ja von Hand wirklich reingesetzt, mehr oder weniger. Da ist 20 ein bisschen rasant. Ja, das sah auch gut aus, wie das sich dann bewegt hat bei den Tempo, der Typ, der da drauf stand. Ne, und hier geht's aber nur noch mit 5 km/h und mit so einer ellenlangsamen Geschwindigkeit, da. Hatte der Randy keine Geduld? Ne, da haben wir uns was vorgenommen, würde ich sagen. Also, ach so, ich glaube, aber jetzt muss ich dann durch. Ja, mal gucken, ob wir das dann irgendwie mal so in eine Art Livestream verbinden, wo dann die Community halt mal mitmachen kann, wenn sie Bock drauf haben, dass das da fertig wird, weil das Problem ist, wir haben da jetzt... Also wenn die Asi-Arbeiten anstehen, gibt es Livestream mit der Community. Oh mein Gott. Naja, also das müssen wir mal gucken, weil das sind, oder man muss es offscreen machen, weil das sind bestimmt jetzt 10 Folgen, wo es nur hoch und runter geht. Ja, klar. Ja gut, wechselt halt mal, macht mal halt eine Folge immer was anderes. Weißt du? Ja, ich weiß schon. Und das Saatgut holen dauert, glaube ich, auch immer lange, ne? Nö, also angesät haben wir in einer Folge. Das ging schnell. Ich meine jetzt die Setzlinge. Ah, die Paletten? Ja, das geht eigentlich. Wir haben heute auf den Tiefladern die Paletten drauf. Ach so, ja dann. Das geht eigentlich. Das Kotzen ist halt die 5 km/h. Und da haben wir jetzt schon, wie gesagt, ich habe unten vielleicht 4 reingefahren und haben vielleicht schon 150 Bäume gesetzt.
Das ja klar, wenn du da hektarweise Wald machst, da kommt richtig was rum. Ja, 1000 Bäume hat das da Minimum drauf. Schau mal, dass das Spiel das so verträgt. Ja, dann mach doch nicht das ganze Feld. Na klar, wollen doch einen schönen Wald draus machen. Was hier dicht ist. Also, wenn du damit egal wie dicht du bist, Güte war dichter. Wenn du damit den Scorpion King da reinfährst, das ist auf jeden Fall eine Menge Fun. War wieder ein, es war wieder Flachwitz des Tages vom Tino. Ne? Och nö, der war ja schon bekannt. Trotzdem ist er sauflach. Ja. Genauso egal wie gut du bist, der Züge fahren Güter. Das ist genauso ein Schwachsinn. Den kenne ich noch gar nicht. Ne? Ne. Ich hab mir mit Sport mal entdeckt, egal wie gut du bist, Züge fahren Güter. Das ist aber auch nicht schlecht. Boah, der kommt schon. Dann gibt es noch ganz bekloppt, egal wie hit du bist, Adolf oder Hitler. Lauter solche dämliche Dinger. Der ist aber sehr flach. Also der ist auch ein bisschen sarkastisch. Der geht schon unter Boden durch. Und das Schlimmste, was ich mal gelesen habe, treffen sich zwei Türken, kommen 40. Das war wirklich flach. Gut, das lasse ich jetzt mal kommentarlos stehen. Ja, das geht alles heutzutage. Aber du darfst auch abmoderieren. Naja, dann mit dieser wundervollen Pointe gehen wir dann mal in das Päuschen. Und zwar bis morgen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt einen netten Kommi. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.